die romantische Stadt Tönesforst mit ihren mittelalterlichen Wurzeln, alten Herrensitzen und ca. 30.000 Einwohnern liegt am Niederrhein. Sie besteht aus den beiden ursprünglich eigenständigen Hauptorten St. Tönis und Forst, wie auch den Siedlungen Laschenhütte und Kehn. Tönesforst grenzt an die Städte Krefeld, Willig, Kempen und Viersen sowie an die Gemeinde Grefrath. Bis zu den Niederlanden sind es nur ungefähr 30 Kilometer. Tönesforst ist auch die Apfelstadt am Niederrhein. Um die 48 Millionen frische Äpfel wachsen hier jedes Jahr. 40 verschiedene Apfelsorten werden in Tönesforst regelmäßig geerntet. Sehenswürdigkeiten sind das alte Rathaus, der Mertenshof, Haus Brent, Haus Donk und viele andere. Die Sehenswürdigkeiten können als die historische Radtour angefahren werden. Stadtführungen werden über den Heimatbund angeboten. Der Schluff, die Lok Graf Bismarck Nummer 15, ist eine historische Dampfeisenbahn aus dem Jahr 1947. Sie verkehrt auf einer der ältesten Privatbahnen in Deutschland. Die Endstation des Schluff befindet sich in Tönesforst. Von hier aus geht es weiter bis zum Hülserberg in Krefeld. Wir haben es eben schön in Tönesforst. Kulturelle Angebote und jede Menge Möglichkeiten für eine aktive Freizeit am Niederrhein. Ein dichtes Netz von Wanderwegen und Radwegen bieten einen attraktiven Erholungsraum.